Ruhe, Entspannung und vor allem Zeit für die Dinge, die einem wirklich am Herzen liegen. Das ist es, wonach sich so viele von uns sehnen. Doch die Realität sieht für die meisten von uns ganz anders aus. In all den Anforderungen des Alltags, zwischen Job, Familie und Haushalt, fällt es oft unheimlich schwer, das Tempo herauszunehmen. Ich zeige dir heute 7 einfache Wege, mit denen du mehr Ruhe in deinen Alltag und mehr Einfachheit in dein Leben bekommst. Wenn wir Begriffe wie Achtsamkeit, Slow Living oder das einfache Leben hören, tauchen automatisch bestimmte Bilder in unserem Kopf auf. Doch ein einfaches Leben zu führen bedeutet nicht, in die einsame Hütte in den Wäldern zu ziehen. Und es geht auch nicht darum, das eigene Brot zu backen, während im Garten die Hühner um das selbstgezogene Gemüse scharren. All diese Dinge können schön sein, aber sie sind nicht notwendig, um ein einfaches Leben zu führen. Mein Name ist Jenny. Und während ich früher nur so durch meinen Alltag und seine Aufgaben gehetzt bin, habe ich durch die Herausforderungen der letzten Jahre eine ganz andere Perspektive darauf bekommen, wie ich meine Zeit und mein Leben gestalten möchte. Ich möchte nicht nur Zeit haben für Dringendes, sondern für Wichtiges. Die folgenden praktischen Tipps helfen dabei. Momente der Stille genießen. Unser Gehirn muss jeden Tag unzählige Reize verarbeiten. Bilder, Töne, Gerüche. Dieser Schwall an Eindrücken kann für uns eine Belastung bedeuten. Ich nehme mir daher im Alltag immer wieder Momente der bewussten Ruhe. So lasse ich zum Beispiel auf dem Heimweg vom Büro gerne auch mal das Radio ausgeschaltet. Oder ich setze mich auf unsere Terrasse und höre dem leisen Regen zu. Bewusst und ohne ablenkende Nebengeräusche. Und ich merke immer wieder, wie selbst diese kurzen, ruhigen Augenblicke mich entspannen. Wahrscheinlich liebe ich deshalb auch Waldspaziergänge oder generell Zeit in der Natur. Die Schönheit der Schöpfung setzt vieles in eine andere Perspektive. Draußen zu sein versetzt mich oft unmittelbar in eine andere Stimmung. Dreht sich zu Hause vielleicht noch das Gedankenkarussell, so fällt es mir draußen leicht abzuschalten. Studien zufolge beruhigt Zeit im Grünen unser Nervensystem und hat positive Auswirkungen auf unser Immunsystem. Aber auch ganz ohne medizinische Fachkenntnisse fühle ich jedes Mal diese Entschleunigung und Erholung, wenn ich draußen in der Natur bin. Sei es im Wald, im Park, am See oder sogar zu Hause in meinem kleinen Garten. Ja, sich zu Hause schöne Plätze zu schaffen, ist mein nächster Tipp für dich. Kleine Erholungsinseln in deiner Wohnung. Unser Zuhause sollte ein Ort sein, an dem wir uns wohlfühlen und auftanken können. Schaffe dir daher kleine Lieblingsplätze, an denen du gerne verweilst. Dazu braucht es nicht viel. Blumen oder Pflanzen allgemein verändern unmittelbar die Raumatmosphäre. Ich verbringe viel Zeit in der Küche und deshalb ist es mir sehr wichtig, dass sie nicht nur praktisch und funktionell, sondern auch schön und gemütlich ist. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ein totaler Fan dieser Haussendungen bin, in denen am Ende alles perfekt aufgeräumt und wunderschön modern eingerichtet ist? Die Realität sieht dann anders aus, zumindest bei mir zu Hause.
Unser Haus ist weder nach den neuesten Trends eingerichtet, noch allzeit penibel aufgeräumt. Es ist nicht perfekt, aber es ist gut. Gut genug. Und das ist ein weiterer Punkt. Gut ist gut genug. Ob wir wollen oder nicht, wir vergleichen uns mit anderen. Unseren Besitz, unser Aussehen, unser Können. Und auch unsere moderne Kultur vermittelt uns, dass es immer mehr und mehr und besser sein muss. Und natürlich ist es verständlich, dass wir uns verbessern möchten, dass wir nach mehr streben. Doch wenn wir all unsere Anstrengungen nur auf ein vermeintlich besseres Morgen setzen, wird es schwer, das Gute im Heute zu sehen und vor allem zu genießen. Ablenkungen reduzieren. So oft denken wir, schade, das würde ich auch gerne machen, aber dafür habe ich keine Zeit. Aber haben wir wirklich keine Zeit? Oder ist es vielmehr nicht so, dass wir die Zeit, die wir haben, nicht wirklich gut nutzen? Ich zumindest bin sehr anfällig dafür, meine Zeit mit dem Smartphone zu vertun. Ich habe mir daher dort zeitliche Limits eingerichtet. Und auch beim Fernsehen oder hier auf YouTube wähle ich sehr bewusst aus, was und wie viel ich mir anschaue. So bleibt mehr Zeit für die Dinge, die mir wirklich gut tun. Tue Dinge, die dir wirklich gut tun. Zeit mit deinen Lieben. Ein kreatives Hobby. Etwas Sport und Bewegung und ein nahrhaftes, gesundes Essen. Solche Dinge lassen uns schnell auftanken. Gehe mit offenen Augen durch deinen Tag. Denn überall lassen sich kleine Wunder finden. Nimm dir Zeit, sie zu bewundern.